In diesem Video schauen wir uns die Nachfülltinte von OCP für Epson 26 XL Patronen an. Die OCP Tinte habe ich bei Octopus Office bezogen. Um solche Tinte zu benutzen, sollte man am besten Fill-In Patronen benutzen, die lassen sich am einfachsten nachfüllen. Man entfernt einfach den Stöpsel, füllt die Spritze auf und drückt die Tinte in die Patrone. Sobald ich die Patrone nachgefüllt habe, habe ich sie in den Drucker eingesetzt. Diese wurde auch direkt als voll erkannt, denn die Patronen sind mit einem Auto-Reset-Chip ausgestattet. Bevor ich mit dem Test für OCP begonnen habe, habe ich mit der Patrone ein paar Seiten gedruckt, um sicher zu sein, dass nur noch OCP-Tinte im Drucker und in den Schläuchen unterwegs ist. Und danach habe ich diese Testseite gedruckt. Und wir sehen hier, die hat natürlich Farben, aber ich habe ja nur die Text schwarz getestet von OCP. Also ich hatte keine bunten Farben von OCP zur Verfügung. Und deshalb müssen wir uns hier auf den Textdruck konzentrieren und werden nicht die Farben bewerten. Der Textdruck ist schön scharf und ist auch schwarz. Also das, was ich im Grunde vom Textdruck erwarte. Ein nächster Test war dann der Wischfestigkeitstest. Da bin ich mit einem Textmarker einfach über den Text drüber gegangen und man sieht, es ist kaum Tinte verwischt. Jetzt habe ich diese Testseite mit 1200 dpi eingescannt und da sieht man doch ein paar Unterschiede zwischen den verschiedenen getesteten Tinten. Die OCP-Tinte ist zwar schwarz, tendiert aber so ein bisschen ins Bläuliche rein und hat an den Rändern leichte Verfärbungen. Das sieht man aber wie gesagt nur mit dem 1200 dpi-Scan und das fällt nicht wirklich ins Gewicht, wenn man sich einfach nur das Blatt anschaut. Ich habe jetzt nochmal die gleiche Seite ausgedruckt, allerdings nicht im feinen Modus, wie es der Epson-Drucker nennt, sondern im Textmodus und da verschwindet dann die Farbe am Rand von dem Buchstaben. Also, was gibt es sozusagen als Fazit für die Textschwarz von OCP zu sagen? Der Druck hat mir sehr gut gefallen, da gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Mit bloßem Auge konnte ich keinen Unterschied zwischen der Sutaus und OCP-Tinte feststellen. Klar, die Tintenalarmtinte sieht man ja, die ist grau und nicht schwarz. Da war OCP definitiv besser. OCP ist aber sehr teure Nachfülltinte und ich würde hier Sutaus den Vorzug geben, einfach wegen dem Preis und weil die Sutaus-Tinte der OCP-Tinte in nichts nachsteht. Den ausführlichen Test lest ihr wie immer in meinem Blog, der ist jetzt hier verlinkt.